Umgeben von bewaldeten Bergrücken liegt eingeschmiegt im Talkessel des Schwarzwassers die alte Bergstadt Schwarzenberg, auch Perle des Erzgebirges genannt. Und damit frohe Weihnacht und Glück auf zu unserer weihnachtlichen Entdeckungsreise entlang der Silberstraße. Diesmal zwischen Schwarzenberg und Annaberg-Buchholz. Der Sage nach kam Kaiser Otto auf einem Kriegszug gegen Böhmen durch diese Gegend. Des Weges müde befahl er Rast und ließ seinen Blick über dieses herrliche Bergland streifen. Als er den heutigen Schlossfelsen aus dem Waldland ragen sah, rief er: Lasst mich auf diesem schwarzen Felsen ein festes Haus bauen. Schwarzenberg soll es dereinstmals heißen. Und er machte seinen Wunsch wahr. Eine sehr schöne Geschichte, aber eben nur eine Sage. Von sagenhaften Reichtümern unter der Erde, die daraus die Pracht des Erzgebirges entlang der Silberstraße erwachsen ließen, möchte ich Ihnen, verehrte Zuschauer, heute erzählen. Denn alles kommt vom Bergbau her. Auf gesamte Knappschaft schon, auf und bring mit Stufen da. Kommt ihr Steiger mit den Kappen, kommt ihr Heuer und der Knappen, lasst der Ehrfurcht ihren Lauf, rufet froh, Glück auf, lasst der Ehrfurcht ihren Lauf, rufet froh, Glück auf. Erzgeschrei, kommt wir muntern Knappschaftsbrüder, kommt und singt uns die Berglieder, lasst ihr Ehrfurcht ihren Lauf, rufet froh, Glück auf, lasst ihr Ehrfurcht ihren Lauf, rufet froh, Glück auf. Schloss und St. Georgenkirche sind Schwarzenberger Wahrzeichen. Errichtet nach den Plänen des Baumeisters Johann Georg Rothe, konnte St. Georgen inzwischen das 300. Kirchweihfest feiern. Über dem Kirchenschiff breitet sich eine der größten freitragenden Kirchendecken Europas aus. Besonders bemerkenswert ist das vom Schwarzenberger Zacharias Georgi gefertigte schmiedeeiserne Gitter, das Altarraum und Kirchenschiff trennt. Im Mittelteil halten zwei Bergleute im Festhabit Namensmonogramme. Mit Freuden will ich heben an und ein Bergreihen klingen an, dem höchsten Gott zu ehren. Auf ihr christlichen Bergleut rühmt Gottes großer Mächtigkeit, helft mir sein Lob vermehren. Lustig, fröhlich, jubiliert, triumphiert, singet alle. Schale. Tief in der Erden schafft er frei Gold, Silber, Kupfer, Zinn und Blei, auch allerlei Metallen, Glanz, Schiefer, Hornstein und Kerz kann er verwandeln. Singet alle und lobt Gott mit großem Schall.
Sein Gnade währt noch immer da. Sie hat nun lange Zeit und Jahr gefristet unser Leben. Lustig, fröhlich, jubiliert, triumphiert, singet alle. Pyramide, Pyramide, die als Traum in Holz entsteht, Licht umglänzt und voller Friede und sich wie das Leben dreht. Das viel bewunderte Glanzstück der Weihnachtszeit in Schwarzenberg ist die 7 Meter hohe Marktpyramide. Sie ist eine der ältesten in Deutschland. Ein Chronist schrieb, die Idee, den Drehleuchter aus dem Zimmer herauszunehmen und im Freien aufzustellen, gewissermaßen zur Freude aller, wurde in Schwarzenberg geboren und verwirklicht. Dieses Schmuckstück dreht sich nun schon seit 65 Jahren. Die Holzfiguren, die die biblische Geschichte erzählen, schnitzte Paul Lang. Aber nach so langer Zeit war es um die Figuren schlecht bestellt. Deshalb entschloss man sich vor 2 Jahren zu einer bis dato einmaligen Pyramidensanierungsaktion. Der Holzbildhauer Peter Paul Brockhage aus Schwarzenberg erhielt den Auftrag, originalgetreue Kopien dieser Figuren herzustellen. Herr Brockhage, wie ging das alles vor sich? Ja, die Figuren kamen zu mir in die Werkstatt. Ich musste sie präparieren. Danach gingen sie auf eine längere Reise in das Allgäu, in eine Spezialwerkstatt. Dort fertigte man Rohlinge von diesen Originalen. Mhm. Und diese Rohlinge kamen dann wieder zurück ins Erzgebirge und wurden von mir hier noch verfeinert. Also das heißt, ich musste diese Handschrift des Baulangs, wenn man das mal so sagen kann, Handschrift, übertragen auf diesen Rohling. Und das war nicht so einfach. Und das war nicht so einfach. Ich musste auch kleine Fehler, die mit den Figuren sind, detailgetreu übertragen. Mhm. Aber wir wollen Sie natürlich nicht nur als Meister der Kopien vorstellen. Sie arbeiten ja auch nach eigenen Entwürfen. Fließen da bergmännische Traditionen mit ein? Ja, die bergmännische Tradition ist eigentlich immer für uns Holzbildhauer im Erzgebirge ein Teil unserer Arbeit. Und natürlich möchten wir auch diese traditionelle Darstellung neu beleben oder weiterbeleben. Und wir hatten zum Beispiel dieses Jahr im Sommer ein Künstlersymposium, wo wir die Möglichkeit hatten, sowas, solche Gedanken mal zu verwirklichen. Und es ist da eine Arbeit von mir entstanden, ziemlich groß, 2,50 Meter. Berg, Mensch, war das Thema für mich jetzt, wo ich eben konstruktiv diese als Holzschnittarbeiten, die Bergmannstradition eingebracht habe, in eine moderne Plastik sozusagen. Ja. Steht im Landratsamt in Aue-Schwarzenberg. Kann sich jeder ansehen. Kann sich jeder ansehen, ja. Vielen Dank, Herr Brockhage. Unverhofft Glück an der Achte, so lautet der Name einer Grube, deren reiche Funde zur Gründung einer Silberschmelzhütte zwischen Schwarzenberg und Johanngeorgenstadt führte. Veranlasst wurde das durch den Oberberghauptmann von Herder, den wir hier als Holzplastik des Schnitzer Sparmann betrachten können. Die Schmelzhütte und der Ort verdanken ihren Namen dem damaligen sächsischen König. Antonshütte in Antonstal. Glück auf, Glück auf! Glück auf, Glück auf, so klingt's bei Tag und Nacht. Der Bergleit geht's in Schindlerschacht. Glück auf, Glück auf! Glück auf, Glück auf, so ruft's, er geht sich zu. In besten Gruß, Kakana, tu. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. War in der Art, war in der Art, sei täglich Brot verdient. Dort, wo Kakoska Blüme grünt, da haut von Art, da haut von allen ist Spaß der Brot. Wie wohne du selbst grüßen tut. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. War in der Art, war in der Art, sei ganzes Lamm verbrennt.
wieder frei an der Sonne umdenkt, wieder sich freut, geht's endlich wieder lauf, lieb Sonne, Licht, Glück auf, Glück auf. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Reine Erze fand man natürlich nur selten. Deshalb musste man sie vor der Verhüttung vom Taubengestein trennen. Dies geschah durchs Pochen, also Zerkleinern und anschließendes Waschen. Die Technologie und die Grundlage dafür schaffte Agricola bereits 200 Jahre vorher. Man röstet sie, stößt sie, mahlt sie, wäscht sie und brennt sie fein, um die schwarzen Graupen zu trennen. Und schließlich, mit viel Mühe, schmilzt man Zinn aus ihnen. Und so entstand hier in Antonsthal 1828 das Pochwerk und die Erzwäsche, heute ein technisches Denkmal. Das Aufblühen der Region durch den Silberbergbau lockte auch andere Gewerbe an. So kam im 16. Jahrhundert die Spitzenklöppelei aus Italien und Holland ins Erzgebirge. Anfangs ein Zusatzverdienst für viele Frauen und Mädchen, wurde das Klöppeln nach dem Niedergang des sächsischen Silberbergbaus oft die einzige Erwerbsquelle. Geklippelt, schon seit ein paar hundert Gang, bis der Nacht neu wurde Arbeit, wie das früher am so war. Neben Licht von Klippelflasche, soßen sie Tog aus Togrei. Tüchtig mussten sie frei schuften, und es bracht ja auch nicht ein. Schluck im Schluck, denken, Schluck im Schluck und schlaf net ei. Schluck im Schluck, den Ode schenken, Schluck im Schluck muss flässig sein. Alle Kinder mussten klippen, noch der Schul ging's an der Wett. Ehe die nett ihr Zoll geschafft und durften die an netze Bett. Heute ist das nur ganz anders, unsere Kinder klippen auch. Niemand tut sie dazu zwingen, die um ihre Vater trag. Schluck im Schluck, im Schluck den Ode stecken, Schluck im Schluck, im Schluck zerracht. Schluck im Schluck, im Schluck den Ode schenken, Schluck im Schluck, das sieht nicht schlacht. Das Klöppeln ist eine Mischung aus Weben und Flechten. Auf dem Klöppelkissen wird ein Muster aufgesteckt, der Klöppelbrief. Darauf befestigt man mit Stecknadeln die Fäden. Und an den Fäden hängen die Spulen und Gewichte, die Klöppel. Man muss nur den richtigen Faden an der richtigen Stelle mit den richtigen Fäden kreuzen. Das ist das ganze Geheimnis. Und davon wissen auch die Klöpplerinnen hier im Haus des Gastes Erzhammer. Für jede Verbindung, für jeden Schlag haben die Klöpplerinnen eine ganz spezielle Bezeichnung gefunden. Die Sterne, die Ecken und Bögen führen oft ganz kuriose Namen. Und aus einigen von ihnen besteht folgender Klöppelreim.
Erbsengrund, Batzen, Wickelkind, Töpfe, worin Blumen sind, Rohrstuhlmücken, Steingeränder, Wanzen und auch Schlangenbänder, auch Pantoffeln, Hirschgeweih, Querke, Schwanzbirn, Stickerei, derart nennen die da Spitzen an den Klöppeln ihre Spitzen. In einer Ausstellung im Schwarzenberger Schloss kann man viele dieser filigranen Kunstwerke aus der 450-jährigen Tradition der Spitzenklöppelei bewundern. Der Erbstollen Morgenstern in Pöhler gehört zu den 80 Stollen und Schächten des Altbergbaus, die an den Berghängen des Pöhler Wassertales seit dem frühen Mittelalter in Betrieb waren. Das hier geförderte Eisenerz zeichnet sich durch besondere Härte und Festigkeit aus. Diese guten Eigenschaften wurden ihm von den kristallinen Einschlüssen des Wolframerzes verliehen, das unter UV-Licht hellblau aufleuchtet, sowie Fluorit, Kalzit und Baryt. Dem Förderverein Pöhler und der Knappschaft Rittersgrün ist es zu verdanken, dass diese Grube seit 4 Jahren dem Besucher zugänglich ist. In der Enge des Stollens wird auf eindringliche Weise deutlich, wie schwer die tägliche Arbeit der Bergleute war. Alles kommt vom Bergbau her. Das gilt auch für das Posamentengewerbe, das hier in Schlettau und in Annaberg über viele Jahrhunderte das industrielle Bild prägte. Posamenten, das sind Quasten, Borten, Schnüre, Fransen und überzogene Knöpfe. Verwendet wurden sie bei Polstermöbeln, aber auch bei der Bekleidung. Der reiche Bergsegeln beflügelte das Gewerbe regelrecht, denn die vermögenden Bergherren und ihre Frauen wollten ihren gesellschaftlichen Stand sichtbar machen, mit kunstvollen Silber- und Goldborten. Im Schloss Schlettau ist eine Ausstellung über die Posamentenherstellung eingerichtet worden. Der Vorsitzende des Posamentenvereins ist Horst Martin. Herr Martin, wir stehen hier an einem Webstuhl aus dem 16. Jahrhundert. Wie funktioniert der überhaupt? Das ist ganz einfach. Er hat also 24 Drähte, 24 Hochkämme,
Die Hochkämme sind mit Schnierer verbunden zu den dritten und bei den Betätigungen der dritte ziehe ich also praktisch das Fach des Webstuhles, das Schiffchen wird durchgesteckt und das Muster ist dann soweit fertig. Das Posamentengewerbe hat ja eine wechselvolle Geschichte, reger Aufschwung und große Durststrecken. Wie kam das? Na, durch den Bergbau bekam es erst einmal einen Aufschwung. Der Bergbau ging zurück und die Bergleute schulden um auf Posamentierung. Und Mitte des 18. Jahrhunderts begann dann die Industrialisierung und eine Fabrik nach der anderen entstand. Und was kann der Besucher heute in Ihrer Ausstellung alles so entdecken? Nur alles kann er entdecken. Alles kann er entdecken, von Quasten, Kurteln, Franzen, Glocken, Tieren, Schleifen. Und wenn er Lust hat, kann er es auch kaufen. Herzlichen Dank, Herr Martin. Der Niedergang des sächsischen Silberbergbaus führte auch in der Posamentenherstellung dazu, dass aus dem zusätzlichen Broterwerb oft der einzige wurde, der die Familie über Wasser hielt. Ganz ähnlich wie beim Klöppeln und Schnitzen. In der Weihnachtszeit treffen sich die Schnitzer der alten Bergstadt Geier in der ehemaligen Türmerwohnung des Wachturms zum traditionellen Schnitzerabend in der Türmerstube. Die Bergleute hatten stets das notwendige Gerät zur Hand, neben Schlegel und Eisen den sogenannten Tscherper, den sie auch als Schnitzmesser benutzten. So saßen sie nach Feierabend zusammen und schnitzten ihre Träume und Sehnsüchte ins Holz. Mit den so entstandenen Figuren konnten sie in Notzeiten auch ihren schmalen Lohn aufbessern. Einen Steinwurf entfernt finden sie ein anderes Wahrzeichen der Stadt Geier, die Binge. Eine eingestürzte Zinngrube, die wie eine Kraterlandschaft anmutet. 50 Meter tief mit einem Durchmesser von 200 Metern. Ohne Rücksicht auf das Leben der Bergleute wurde diese Grube durch den Zinnabbau systematisch ausgehöhlt. So sehr, dass vor 200 Jahren das Gestein beim Feuersetzen nachgab und der Berg völlig in sich zusammenbrach. Dem Dorothea-Stollen in Kunersdorf ist dieses Schicksal zum Glück erspart geblieben. Thank you.
In Kunersdorf, unmittelbar bei Annaberg-Buchholz, sind wir ins Besucherbergwerk in den Dorothea-Stollen eingefahren. Ja, Sie haben richtig gehört, eingefahren. Denn ein Bergmann fährt immer, egal ob er geht, kriecht oder steigt. Und ich fahre auf ganz besondere Weise. Wann ist dieses Bergwerk entstanden und was wurde hier alles abgebaut? Der Bergbau hier im Annaberger Lagerstättenrevier begann bereits Anfang der 90er Jahre des 15. Jahrhunderts. Zunächst im Tagebau, später dann auch im Stollenvortrieb wurden hier zunächst Silbererze abgebaut, in späteren Jahrhunderten auch Kobalt-, Nickelerze und im 20. Jahrhundert Uranerze. Herr Dr. Uhlig, Sie sind Mitglied im Verein des Altbergbaus, haben sich sehr lange mit der Geschichte beschäftigt und tragen auch die historische Kleidung eines Bergmannes. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wurde hier bereits Silber abgebaut, bevor es überhaupt zur Stadtgründung von Annaberg kam. Ja, das ist richtig. Die ersten Silberfunde waren ja der Ausgangspunkt für die Stadtgründung. Und die reichen Silberfunde haben dazu geführt, dass sich diese Stadt Annaberg sehr rasch entwickeln konnte. Und solche berühmten Bauwerke wie die St. Annenkirche konnte aufgrund des reichen Silberausbeutens hier im Annaberger Revier erst gebaut werden. Mhm. Im krassen Gegensatz zum Reichtum der Stadt stand aber die Armut der Bergleute. Sie erhielten hier für ihre Knochenarbeit unter Tage einen lächerlichen Lohn. Im Vergleich dazu bekam ein Stadtschreiber, der in der warmen Stube saß, das Doppelte. Konnte eine Bergarbeiterfamilie überhaupt überleben? Da haben Sie recht. Man kann sagen, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Die Familie des Bergmannes musste natürlich mitarbeiten, die Kinder mussten mitarbeiten. Am Anfang die Kinder über Tage auf den sogenannten Scheidenbänken wurde das Armerz vom Reicherz getrennt. Später dann die Kinder, als sie etwas größer waren, auch hier im Untertagebetrieb, mussten sie das Wasser, das im Berg immer vorkommt, mit heraustragen. Ja, und später, wenn der Bergmann dann älter geworden ist und selber nicht mehr am Berg arbeiten konnte, musste er sein Brot verdienen über Tage, zum Beispiel durch das Schnitzen. Und auch die Frauen mussten mitarbeiten. Sie haben ihren Lebensunterhalt für die Familie mitverdient, zum Beispiel durch das berühmte und bekannte Klöppeln. Und was erwartet heute einen Besucher im Dorothea-Stollen? Ja, wir können unseren Besuchern noch Fluss- und Schwerspat an den Stößen zeigen. Es gibt Ausmauerungen von Bruchsteinen und Ziegel zu sehen. Und wir haben verschiedene wassertechnische Anlagen zu zeigen, nicht zuletzt neuerdings auch eine Bootsfahrt. Insgesamt können wir den Besuchern über 5 Kilometer Streckennetz zeigen. Kommet, lasset uns doch schauen in das edle Bergwerk hinein, wie so artig man tut hauen in so hart und fest Gestein. Bei Tag und Nacht, bei Tag und Nacht, unversehret man in tiefe Schächte fährt, man in tiefe Schächte fährt. Heuchelschläge wir da nehmen, große Fäuste oft mit Macht, uns zum Schießen auch bequemen, dass das Pulver oftmals kracht. Stehend liegen, flache Gänge, wie sie streichen in der Menge, wie sie streichen in der Menge. Rauser können wir wohl ziehen, noch viel Erz in mancher Schicht. Der Bergmeister tut sich Mühe, angeschworen es nicht gebricht. Formschichtmeister, unverdrossen, wird bald das Quartal geschlossen. Leipzig, die Beste, Chemnitz, die Feste, Freiberg, die Größte, Annaberg, die Liebste.
Diese Liebeserklärung machte der albertinische Herzog Georg der Bärtige. Vor über 500 Jahren, im September 1496, gründete er die neue Stadt am Schreckenberg. Herzog Georg war es auch, der 3 Jahre später persönlich den Grundstein legte zu einer der schönsten und größten spätgotischen Hallenkirchen Sachsens, St. Annen. Wie der Bergbau die Entstehung und Blüte dieser Region erst möglich machte und später beflügelte, zeigt sich eindrucksvoll in St. Annen. Im nördlichen Nebenchor steht der Bergaltar, den die Annaberger Bergknappschaft in Auftrag gab. Die 4 Gemälde auf der Rückseite haben den obersächsischen Maler Hans Hesse berühmt gemacht. Auf ihnen ist die Legende vom Propheten Daniel dargestellt. Und für uns sind sie ein wichtiges, authentisches Kulturdokument, denn wir erhalten eine bildhafte Vorstellung, wie sich die Arbeit über und unter Tage vor 500 Jahren abgespielt hat. Alle Formen bergmännischer Tätigkeit sind auf diesem Altar anschaulich dargestellt. Fördern, waschen, schmelzen und münzen. Ein beeindruckendes irdisches Zeugnis in diesem Gotteshaus. Wir sehen Engel und Bergmann gemeinsam auf einem Bild. Vielleicht liegt hier der Grund, warum Lichterengel und Bergmann im Erzgebirge untrennbar miteinander verbunden sind und gerade in der Weihnachtszeit zum Bild dieser Region gehören. Thank you.
Die Weihnachtsmärkte haben im Erzgebirge eine sehr lange Tradition. Den ersten in Annaberg gab es bereits um 1510. Damals hieß er noch Niklasmarkt. Bei bergmännischer und weihnachtlicher Musik können die Gäste und Besucher staunen, riechen und schmecken und sogar in der Weihnachtsmannwerkstatt einkaufen. Alles das, was zu einem stimmungsvollen Christfest gehört. Pyramiden, Engelskapellen, Nussknacker, Räuchermännel, Schwibbögen, Lichterengel und Bergmann. Und sogar diesen original Annaberger Fallstern. Vor 75 Jahren hat der Annaberger Karl Friedrich diesen zusammenklappbaren Adventstern erfunden. Er entwickelte sich schnell zu einem Verkaufsschlager, war er doch mit wenigen Handgriffen sofort einsatzbereit. Vor 5 Jahren nun präsentierte die Buchbinderei Kraft aus Annaberg Buchholz diesen alten neuen Stern, der schon jetzt zum Glücksstern für Hersteller und Kunden geworden ist. Und hier vom Annaberger Weihnachtsmarkt wollen wir Sie, verehrte Zuschauer, im nächsten Jahr begrüßen. Genau dann, wenn die große Marktpyramide angeschoben wird und all ihre Figuren lebendig werden. Bis dahin, frohe Weihnacht und Glück auf von der Sächsischen Silberstraße. Musik.